Wer im Internet sogenannte Fake News verbreitet, wer die russische Gesellschaft, den Staat, staatliche Symbole, die russische Verfassung oder Behörden im Internet beleidigt, soll in Zukunft hart bestraft werden, und zwar mit Geldstrafen oder Gefängnis. Die Duma berät diesbezüglich verschiedene Gesetzentwürfe. Der Vorsitzende des Bürgerrechtskomitees sieht darin eine große Gefahr. Dafür blechst du, dafür musst du in den Knast, dafür zahlst du mit deinem Leben. Das schafft eine Atmosphäre der Unterdrückung, in der Eingeschüchterte fürchten, ihren Mund aufzumachen. Man macht keine Witze mehr aus Angst, bestraft zu werden. Und wer entscheidet, was wahr ist und was nicht? Die Geldstrafen sollen von umgerechnet 60 Euro bis zu 14.000 Euro gehen. Im Januar will die Duma über die Gesetzentwürfe abstimmen. Wo soll die Grenze gezogen werden zwischen Witz und Beleidigung? Wer darf das entscheiden? Darf man seine Meinung im Internet noch äußern? Wie soll man wissen, was Fake News ist und was nicht? Darauf gibt es keine Antworten. Галина Полонская, Евроньюз, Москва.